Hallo, ich bin Christian. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Heute gehen wir mal in den Norden. Wir gehen nach Irland. Die irische Küche ist bekannt für ihre Einfachheit im Sinne von Hausmannskost. Sie ist deftig, sie ist richtig lecker, sie kommt mit wenig Zutaten aus. Das ist das, was ich ja besonders mag an dem, was ich mache. Es muss einfach sein, weil teuer und kompliziert und aufwendig mit tausend Gewürzen und High-End-Fleisch, das kann jeder. Sowas zu machen, ist eine ganz andere Nummer. Was machen wir? Ich mache Irish Stew. Stew steht für Eintopf. Traditionell in Irland nimmt man Rindfleisch, Geflügel oder Lamm. Ich habe mich für Lamm entschieden. Wie ich das Ganze gemacht habe, wollt es sehen, ich zeig's euch. Kommt mit, auf geht's! Wir brauchen für unseren Irish Stew natürlich erstmal einen Hauptakteur, das ist unser Fleisch, das ist Lammfleisch aus der Keule, vom Türken meines Vertrauens, relativ lange abgehangen. Habe ich schon klein geschnitten, nicht zu kleine Stücke, die werden mit Butterschmalz, mit Ghee, selbstgemachten Ghee angebraten. Hinzu kommt zwei Zwiebeln, die werden klein geschnitten, Knoblauchzehen, die werden klein geschnitten, ein Spitzkohl, eine Sellerieknolle, eine Stange Lauch, drei Möhren, fünf Kartoffeln, das sind ungefähr 300 Gramm Kartoffeln, die werden alle klein geschnitten, bis auf eine, denn die brauche ich hinterher zum Andicken, die wird gerieben. Ein Liter Rinderbrühe zur die Garnitur Petersilie. Ich habe diesmal keine glatte gekriegt, deshalb musste ich krause nehmen. Ich bevorzuge da normalerweise mehr die glatte, weil die besser schmeckt. Gewürzt wird das Ganze mit Thymian, mit Kümmel, mit Terry-Jerry-Pfeffer, mit Salz, Meersalz und natürlich mit Muskatnuss. Wir schneiden den Rest jetzt klein und dann sehen wir uns gleich wieder. Unsere Kohlen sind im Atago. Nun kommt unser FD9 drauf. Mit richtig viel Unterhitze. Das ist unser Butterschmalz, unser Ghee. Selbstgemachtes. Leute, um Längen leckerer und besser als gekauftes. Das gibt einen besonders feinen Geschmack. In diesem Ghee oder Butterschmalz braten wir gleich das Fleisch an. Aber erstmal bringen wir es zum Schmelzen. So, ich gebe portionsweise das Fleisch hinzu, nicht alles auf einmal. Das Fleisch ist jetzt noch nicht gewürzt, hat keinen Pfeffer, nichts, sondern pur. Das braten wir von allen Seiten schön an, also nur anbraten, nicht gar braten. Ich möchte die Röstaromen am Boden haben und natürlich auch am Fleisch. Der Atago bietet aufgrund seines Kamineffektes jetzt richtig Power unten drunter. Es riecht unheimlich gut. Schade, dass es kein Geruchsvideo gibt. Der Geruch von dem Lammfleisch in Verbindung mit dem Butterschmalz. Leute, das ist einfach nur geil. Alter Schwede. So reicht mir das eigentlich schon. Es soll nicht braun werden, nur ganz, ganz wenig Farbe annehmen. Das nehme ich jetzt wieder raus. Und das nächste Fleisch kommt rein. So, die zweite Rutsche kommt zurück auf den Teller. Auch wieder ab auf den Teller damit. Oh, scheiße. Okay, ein Stück Fleisch weniger. Nun wird es wieder denkbar einfach. Alles hinein, ein bisschen anschmuggeln. Nach den Möhren die Zwiebeln. Oder auch in jeder anderen beliebigen Reihenfolge. Dann unsere kleine geschnittene Knolle, Sellerieknolle. Der Lauch kommt dazu, dann der klein gehackte Knoblauch, alles ein bisschen vermischen. Jetzt fehlt noch der Spitzkohl. Ha, Leute, das riecht, Wahnsinn.
Der wird hinterher noch zusammenfallen, hoffe ich. Nehmen wir noch nicht alles. Mal gucken, wie es passt. Dann kommt das Fleisch zurück. Und die Rinderbrühe kommt dazu. Also das Rezept ist schon eine gewaltige Menge, muss ich sagen. Wir würzen das Ganze mit Salz. Waldensalz natürlich. Eine Prise Kümmel. Da müssen wir aufpassen, nicht zu viel, das reicht. Dann eine gute Menge von unserem Teddy Jerry Pfeffer. Besonderer, leckerer Pfeffer. Ich mag ihn sehr. Und eine Prise Thymian. Das Ganze lassen wir jetzt ungefähr, ich würde sagen, 60 Minuten kochen. Noch eben den Rest vom Spitzkohl drauf. Der passt. Jetzt habe ich euch noch was unterschlagen. Die Muskatnuss. Die gehört nämlich unbedingt dran. Nicht zu viel, weil die ist sehr intensiv. So, das war's. Das war die ganze Vorbereitung. Ich liebe es, so einfache Sachen zu machen. Jetzt kommt nur noch der Deckel drauf, ein paar Kohlen oben drauf und ich würde sagen, dann sehen wir uns in einer Stunde. Zwischendurch immer mal wieder umrühren. Leute, das riecht fantastisch. Ihr seht auch schon, wie der Kohl zusammengefallen ist, der Spitzkohl. Das Schöne am Selberkochen ist ja, man kann zwischendurch mal probieren. Mal gucken, wie es schmeckt. Ich glaube, das wird was. Oh ja, ich glaube, das wird was. Deckel wieder drauf. Und gleich sehen wir uns wieder. Eine Stunde Kochzeit ist rum. Wir schauen mal nach. Machen den Deckel auf. Es köchelt immer noch wunderbar vor sich hin. Jetzt kommen unsere Kartoffeln hinzu. Vermischen das Ganze. Alter Schwede, das riecht. Das ist der Hammer. So, der Deckel kommt wieder drauf. Das Ganze lassen wir 15 Minuten noch vor sich hin köcheln. Und dann sollte es eigentlich soweit fertig sein. Dann dicken wir nur noch an. Eine weitere Viertelstunde ist rum. Jetzt sollten eigentlich die Kartoffeln fertig sein. Mal schauen, ob dem auch so ist. Ja. Dem ist so. Mal umrühren, schauen wie die Konsistenz ist. Ich glaube, das kann man noch ein bisschen andicken. Das machen wir auch. Dazu nehmen wir eine Kartoffel, eine Reibe und reiben sie. In der Hoffnung, dass es funktioniert mit diesem Ding hier. In unser Irish Stew. Das bindet jetzt halt durch die normale Kartoffelstärke ab. Mal schauen. Ich denke mal, das sollte reichen. Mal umrühren. Dann müssen wir das Ganze noch einmal aufkochen und dann sind wir fertig. So, wir wissen aus dem großen Topf.
auf den Teller. Bisschen Petersilie drüber. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Mal schauen, wie es ist. So Leute, so sieht's aus. Könnt ihr sehen. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Heiß ist der Teller. Alter Schwede. Was kann ich wieder packen? So? Am besten so. Mal gucken. Leute, das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Man schmeckt eine Gesamtheit raus. Kümmel dezent, Pfeffer dezent, Salz dezent. Das Fleisch ist ganz toll. Die Gemüseeinlage ist super. Ach, ist das ein geiles Fleisch. Das ist der Hammer. Alter Schwede. Was soll ich sagen? Das Fleisch zerfällt auf der Zunge. Das ist eine richtig, richtig runde Sache. Hätte ich nie gedacht. Wahnsinn. Eben einfach und ehrlich. Das ist irre. Das ist irre. Nochmal probieren. Wahnsinn. Vor allem das Fleisch. Das ist Hammer. Also, ich kann euch nur empfehlen, macht es nach. Es ist einfach, es ist nicht teuer, es kann jeder. Und der Geschmack ist richtig, richtig super. In dem Sinne, euer Christian, Glück auf. Bis zum nächsten Mal. Natürlich dürft ihr mich abonnieren. Daumen nach oben, freue mich allemal. Und teilen dürft ihr mich natürlich auch. Bis dann, euer Christian. Tschüss.